hervorgegangen, aber diese Pläne sind nie verwirklicht worden. Und es gibt so etwas wie Träume oder Idealismus oder ich weiß auch nicht, wie man es immer auch nennen soll, oder man muss vielleicht auch einfach nur ein bisschen verrückt sein. Und zwei Mann in Rettenfeld, die waren so verrückt und haben das Ding angepackt. Der eine war Dieter Heilers, der die Skulptur gebaut hat. Nun kostet sowas ja auch, nicht? Das Material muss hergeschafft werden und das muss geschweißt, genäht und was auch immer werden. So, und das Geld, das hat dann der zweite Mann, der Willi Otto, der hat das dann besorgt. Und dieses Geld ist von der Bevölkerung gespendet worden und von der Geschäftswelt, die das Geld in den Topf geschmissen haben, um diese Sache zu verwirklichen. Dort steht sie jetzt. Wir können sie sehen und bewundern. Es ist vollbracht. Sei ruhig. Ja. Sei ruhig. Wir haben... Doch, also der Applaus, den hat der Dieter Alers und der Willi Otto, den haben sie sich verdient. Ja. Stell dich mal hin, Willi. Guck mal, so sieht einer aus. Übrigens, im Rathaus haben wir ja jetzt unseren Finanzminister, der Schnüppi, der ist weg. Wir suchen, Willi, wir suchen einen neuen Finanzminister im Rathaus. Ja, gut, Willi Otto. An dem Festumzug, an dieser ganzen Gestaltung der Feier, die hier heute stattfindet, haben sich beteiligt die Musikzüge, Spielmannszug, das Reckenfelder Blasorchester, die Schützen von Eintracht Reckenfeld, die am Donnerstag ihr Schützenfest haben, und von Hubertus, die vor 14 Tagen ihr Schützenfest hatten. Die Feuerwehr ist da, der Männerchor Liedertafel wird gleich einige Lieder zum Besten bringen. Jawohl, auch das muss sein. Die RKG hat sich beteiligt, die Freiliebei der Firma Zikala, dass wir das Gelände rund ums Gebäude benutzen dürfen, dass die Stadt Greven, das wird der Bürgermeister wahrscheinlich auch selber noch sagen, wir kriegen keine Rechnung. Das Geld, was eingenommen wird und was nachher, wenn abgerechnet ist, was überbleibt, da machen wir einen Kassenschutz, Willi, ne? Und das werden wir auch bekannt geben. Und nachdem wir beide dann einmal anständig gefeiert haben vom Rest des Geldes, wird der übrige Betrag dann einem vernünftigen, guten Zweck in Reckenfeld zugeführt werden. Wir haben da schon ein paar Sachen im Auge und ihr werdet das früh genug gewahr werden. Denn wir machen das dann irgendwann in den nächsten Tagen. Und das Geld bleibt in Reckenfeld. So, ist versprochen. Hier rund um den Kreisel. Der Manfred Reck hat also einiges möglich gemacht und der steht da um die Ecke, da ist ein Riesenplan von 1916 von dem Munitionsdepot und da kann man erkennen und sehen, wie sich denn Reckenfeld entwickelt hat auf diesen Grundlagen des Munitionsdepots. Das ist auch schon gesendet worden im November. Es ist interessant, der Manfred Reck steht auch dann zur Verfügung, steht dabei und erklärt dazu, in welchen Versuchen. Wie stark sie ist, was sie aushält. So, und das war die erste Enthüllung des heutigen Tages. Die Gedenktafel ist damit freigegeben und kann gelesen werden. Aber bitte nicht alle auf einmal. Übrigens, in der Zeit, wo die Enthüllung gerade stattfindet, kann ich mal auch eine kurze Story bekannt geben. Wir haben am Anfang der Woche die ganze Geschichte für heute noch mal durchgesprochen, der Willi Otto und ich, dass wir den Ablauf und alles vernünftig auf die Reihe. Ich weiß es nicht. Genießen Sie die kulinarischen Genüsse in flüssiger und fester Form. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, viel Vergnügen und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.